So, herzlich willkommen zurück. Oh. Beim Rennen mit dem Ketterhelm. Seven Fireblade. Wow. Freundchen, das war eng. Den ich gleich noch unter... nicht unter die Lupe, sondern in die Werkstatt fahren werde. Um hier mal ein kleines Monster draus zu machen. Cockpit-Sicht gefällt mir jetzt eigentlich auch ganz gut. Wenn man sich daran gewöhnt hat jetzt. Ach nee! Hab ich die Kurve wieder falsch genommen? Oh, ey. Reifen abkühlen lassen? Okay. Immer sachte. Oh, das war das erste Mal, dass das Heck ausgebrochen ist. Okay. Ist das jetzt hier schon jetzt die Katastrophenfolge? Man muss bedenken, ich habe hier auch nur 60% der Leistung gerade. Vielleicht kommt nochmal 40% drauf plus Hardcore-Tuning. Ah, der muss dann unfahrbar werden, ohne Scheiß. Der wird dann unfahrbar. Ja, auf dem kleinen Würstchen habe ich jetzt ran gewonnen. Juhu, ja, i. Süß. Aber der Stein trügt. Jetzt ab in die Werkstatt, ab in die Werkstatt. Seven Fireblade. Zack, zack. So, Tuning-Teile. Leistung. Ist ein Sportcomputer. Dann nehmen wir hier die Rennausrüstung. Das hier und das hier und den hier. Turbos 551. Der Kompressor bringt schon einiges mehr, okay. Das war das und der Rest, der ging ja nicht, okay. Jetzt geht's hier rein. Leistung natürlich erstmal wieder hoch. So, dann Nachgas, Leistungsschub. So. Warum gehe ich auf die Galerie? So, freies Fahren. Wo fahren wir denn da mal? Das ist eine gute Frage. Jetzt können wir denn kein freies Fahren auf Goodwood machen. Das ist ja blöd. Nehmen wir doch wieder Spa. Haben wir gleich den direkten Vergleich. Gleich den Vergleich. Let me on the track. I want to test this Fahrzeug. Oh, der klingt schon wesentlich übler. Ich habe ein bisschen Angst. Ganz chillig erstmal, ganz chillig. Ja! Die Traktionskontrolle wahrscheinlich echt nicht so verkehrt. Oh,
Okay, so viel schneller wirkt das irgendwie gar nicht, weil... What the fuck? 220? Hat der andere doch auch erreicht, oder? Weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Alter, auch wenn er noch hardcore wie sich im sechsten Gang durchdreht. Okay. Geht aber irgendwie noch voll klar. Verdammt, aber er hat seine unglaublichen Kurvenleistung dadurch verloren, dass er so viel Power hat. Und man einfach zu schnell fährt. Aber ist auf jeden Fall noch, wow, kontrollierbar. Also wenn man den Nitro-Knopf benutzt. Alter, da geht gar nichts mehr. Da darf man echt nicht mehr lenken. Ich drücke einmal auf Nitro und kommt sofort das Heck raus. Davor funktioniert das noch wunderbar eigentlich. Doch, doch. Boah. Aber ein kleiner Fehler und ist vorbei. Macht zwar nicht weniger spaßig irgendwie. Immer noch ziemlich geiler Wagen. Also vorhin konnte ich hier mit 200 sachte um die Kurve. Das wird ja jetzt auch funktionieren, ja. Natürlich. Eigentlich ist es nur so, dass er seine komische Geschwindigkeit viel schneller erreicht. Das Nitro, ey. Alter. Ach, Vollgas mit Nitro geht gar nicht. Da passiert einfach gar nichts mehr. Aber nice. Den werde ich auf jeden Fall nochmal aus der Garage jungeln. Für ein späteres Event. Ich weiß gar nicht, wie viele Leistungspunkte der jetzt letztendlich hatte. Oh, der hätte ich wahrscheinlich gerade sehen können. 627. Alter, das ist aber nicht gerade wenig, ey. So, wir waren bei National A. Ah, ihr müsst ja langsam schon mal hier die Hälfte drin sein, der Sterne, oder? Das hier wird eine Meisterschaft sein, wa? Ja, das tue ich mir aber nicht mehr an heute. Muscle Car, Klassiker. Ja, ich bin ja nicht so der Muscle Car Man, wa? Finde ich alles nicht so den Anturner. Festival Italia 4WD natürlich, das wäre natürlich auch noch was. Wie sieht's denn da mit den Autos aus? Also muss einfach nur ein Allradwagen sein und 500 kW. Das lässt sich doch auftreiben, oder nicht? Obwohl, Autos. Kann man sich hier vielleicht wieder an so einen Wagen empfehlen lassen. Das sind alles wirklich nur Rallye-Wagen, ne? Die würde ich gerne auch mal ausprobieren. Die sind bestimmt auch nicht so verkehrt. Die gibt es, glaube ich, so in der Form sogar in Grid, nicht Grid, sondern in Dirt. Dirt 3. Mal den auch. Hammer cool. Ah, da bin ich jetzt aber auch schon kurz davor, den zu nehmen.
Einfach nur, weil er so behindert ist. Der sieht echt nice aus. Super Relik, ja. Das ist eine einfache Ausführung, kein detailliertes Cockpit. Lame! Aber nice sieht er aus, auf jeden Fall. Ist noch ein paar andere ulkige. Den Escort. Escort finde ich irgendwie auch ganz cool. Zumindest das Relikat. Den Vogel hier, den haben wir natürlich schon. Den Pajero. Stratos-Relika. Ja, noch zwei alte. RS-200. Aber der ist alt, der ist mega teuer. Er hat ja nicht mal ein detailliertes Cockpit, ey. Okay. Mit detailliertem Cockpit hätte ich mir das vielleicht noch überlegt, aber... Obwohl, 2 Millionen, nee. Nee. Kannst nicht bringen. Klassiker. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. 7,5 Millionen, ey, what the fuck, einfach nur. Aber ganz, ganz schnittig eigentlich. Guten 300 SL. Den hätte ich mir eigentlich auch nochmal kaufen sollen. Damn, warum habe ich das denn nicht gemacht? Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Der Vogel, glaube ich, scheiße, ne? Ah, nehme ich jetzt den kleinen Renault? Das ist ein kleiner, schrottiger Renault, wa? Ist die Frage, kann man da noch was reintunen? Weil Leistungspunkte technisch ist das ja nicht genug. Einfach mal kaufen, der kostet ja nur 50.000, wa? Probieren geht über Studieren, sag ich mal. Aber wie passt der hier rein? Weißt du, das sind alles Rallye-Wagen und der ist einfach nur so ein kleiner R8. Gordini. Oh, ich muss jetzt sagen, der sieht nicht so cool aus, aber vielleicht wird das ja noch. Ja, komm, der klingt doch schon mal cool. Ah, der ist böse. Ja, ich sag's euch. Ja, komm. Lass mich wieder spielen. Bitte, bitte. Da geht noch was, hab ich doch gewusst. Ah, der hat schon einen Semi-Rennauspuff, okay. Ja, yeah. Lachgas geht nicht. Oh, ich bin gerade ein großer Fan des Lachgases geworden. Das war ja auch. Okay. Ist ein bisschen komisch, der Wagen. Okay, der ist echt ein bisschen komisch. Ach nee, Leistung hatte ich ja. Können wir da vielleicht noch ein bisschen was mit Gewicht anstellen? Kann man sogar. Wenn ich das jetzt auch noch kaufe? Nee, dann kriege ich dann nämlich Zusatzgewicht, okay. So, jetzt haben wir unsere Marke ja ganz gut erreicht. Kann man auch vielleicht auch noch sogar Anbauteile ranklatschen. Ah, hier so eine Rallye-Lampen oder so. Och man, das wird so uncool. Keine Felgen. Lackierung wenigstens. Och nö, oh, das ist ja langweilig. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber naja. So, wie viele Leistungspunkte waren das? 508. Passt doch gut, ey. Ich sag an, du, der Wagen, der ist genau, was wir brauchen. 4 nicht zugelassen. Sport hart oder weniger? Wie, der ist kein 4WD? Was? Hä? RR-Antrieb? Aber das war doch ein Rallye. Und
Boah, nee. Wird eine Zeitverschwendung. Das ist hier der empfohlene Rallye-Wagen, natürlich der hier. Was sollte es sonst sein? Das ist jetzt aber echt cool. Uncool, nicht cool. Dann kaufen wir einen Impreza, weil ein Impreza geil ist. Wo haben wir denn einen Subaru da oben? Da werde ich jetzt ja einige zur Auswahl haben, denke ich mal, oder? Ja, ungefähr 25.000 Stück. Sehr gut. Estate? Nee. Nee. 98er sieht ganz cool aus. Ja, der 2002er sieht auch ganz cool aus. Ah. Danach wird es schon rennwagenmäßig. Also ich glaube, der hier ist noch der coolste, oder? Typ 2. Was ist denn da der Unterschied? Der eine ist Spexino. Ich verstehe. Oh, das ist aber nur ein einfaches Cockpit. Ich mag das nicht. Ich möchte ein geiles Cockpit haben. Ich vertöte hier einfach nur so viel Zeit. Das gehört halt einfach dazu. Was ist das? Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Rein theoretisch wäre es möglich, dass ich mit dem R8 fahre. Der hat sogar schon so viele Leistungspunkte. Leistungspünktchen! Hab ich in dem Let's Play so wie ich schon mit dem Ding schon mal irgendwas gefahren? Ich glaube nicht, wa? Okay, nur im Hintergrund rastet gerade völlig aus. Boah, gehe ich das doch mit dem R8 an? Wo ist er denn? Ach, ein schöner SL55 AMG. R8 LMS Team bla. Ach da. Überhaupt nicht überpowered für das Event. Oh, den schaffe ich ja heute nur noch zu tun, ey. Soll. Den brauche ich gar nicht tun, weil er sowieso schon so eine hohe Leistung hat. Dödöm. Hauen wir das da rein? Nein. Und dann das Getriebe. Und das hier nehmen wir auch noch mit. Drehmoment, das ist für den Arsch. Aufhängung. Kriege ich die harte Rennaufhängung natürlich. Die hat mir bis jetzt gute Dienste erwiesen. Hartes Gott! Ja, die machen wir nochmal leichter. Auch wenn das nochmal einen fetten Schub Leistungspunkte bringt. Ich habe weniger Leistungen lieber als zu viel Gewicht. So, dann müssen wir nochmal. Oh, ich hoffe, das kann ich überhaupt so weit runterdrehen. 60 Leistungspunkte ist nicht so wenig. Ich bei dem Ketterhelm, ey. Jesus. Das müsste ich dann auch rein theoretisch antreten können, oder? Richtig. Haha. Aber nicht mehr heute, sondern morgen. Ich werde jetzt auch aufhören. Das heißt, ich werde dann in aller Frische anfangen mit dem R8. Halte ich mich bei der Stange. Ich möchte damit anfangen. Bis.